Der Olli will seinen Namen ändern. Ja, also wie gesagt, mach das gerne. Ich bin nächstes Mal gespannt. Ich weiß gar nicht, kann man einfach so seinen Namen ändern bei YouTube? Ich habe keinen Plan, ich habe es noch nie versucht. Aber ja, wie gesagt, ist eine witzige Sache, aber überlegst dir wirklich, du wirst dir was bei deinem Namen natürlich gedacht haben. Du wolltest sicherlich einen Wiedererkennungswert haben. U-Bahn bitte, schreibt Kaktus. U-Bahn bitte, ich schau mal auf die Uhr, die könnten wir noch machen, ja. Ich würde sagen, abschließend machen wir heute die U-Bahn. Wie gesagt, ich kann leider wirklich nicht ganz so lang heute. Ich weiß, die letzten Male waren sehr viel länger und es war alles ein bisschen... Wir haben uns für alles Zeit gelassen, das können wir dieses Mal nicht. Ich würde gerne übrigens U-Bahn-Häuschen haben. Wollen wir da nicht warten? Es gibt so tolle U-Bahn-Häuschen, die haben nicht mehr funktioniert. Die würde ich dann ganz gerne gleich implementieren. Das heißt aber, ich würde die U-Bahn dann später machen, fällt mir gerade ein. Ich habe das hier nicht mehr. Einfach so eine Station, wo die richtig reingehen können, ist das gewesen. Und das sah ganz cool eigentlich aus. Und im Nachhinein das zu frickeln, ist ein bisschen schwer. Ah, wisst ihr was? Wir bauen die U-Bahn. Ist egal, wir bauen die U-Bahn. Und, wir bauen hier jetzt direkt mal die U-Bahn. Und wir fangen in der alten Stadt erstmal an. Wir müssen definitiv das Stadion verknüpfen. Das sollte klar sein. Ohne dem Stadion wird nichts gehen. Da wollen die Leute hin. Dann könnten wir rein theoretisch gesehen hier das noch verknüpfen. Weil, wir müssen mal gucken. Die Route mache ich immer individuell dann. Der Olli hat geschrieben, nee, 5 Minuten Einfall wegen seinem Namen. Wir müssen mal gucken, wie wir es machen. Ich setze immer erst die Bahnhöfe hin und später baue ich dann halt die Verbindungen dazu. Wir gucken mal. Hier ist ein Gebäude, das können wir mal mitnehmen. So, ein Gebäude hier. Im Industriepark müssen die definitiv natürlich auch hin, ist klar. Hier können wir dann noch einen kleinen Fußweg hinmachen. Wir werden also auch noch da Fußwege machen. Der Kaktus schreibt einfach eine kleine Straße. Da verstehe ich jetzt nicht, wie du das mit der kleinen Straße meinst. Allerdings habe ich jetzt auch nicht so auf den Chat geachtet gehabt gerade. Das heißt, die Nachricht kann da vielleicht schon einen kleinen Ticken länger stehen. So, das heißt, wir haben dieses Viertel hier angeschlossen. U-Bahn würde ich nicht ganz so häufig machen. Denn die U-Bahn ist natürlich ein Verkehrsmittel, wo man schon ein bisschen Distanzen fährt. Was ich machen würde, ist hier noch eine U-Bahn hin. Das macht meiner Meinung nach Sinn, wenn man es dann machen dürfte. Hier dürfen wir. Ich muss da mal gucken. Wir gucken mal von oben. Wir machen es hier hin. Einfach damit die hier direkt zu der Schule kommen und zur Hochbahn. Wir müssen mal gucken, hier ist die Universität. An der Uni muss natürlich auch eine U-Bahn sein. Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Ich muss mal gucken, es gibt es auch einen Mod, womit man Zebrastreifen machen kann. Den würde ich denn dahin machen. Auch das werden wir angehen. Ja, hier sollten wir definitiv auch eine U-Bahn hinmachen. Hier ist auch eine Haltestelle, das heißt, die können da auch mit dem Bus dann hinfahren. Mit der schwarzen Linie. Und ich würde sagen, in der Altstadt war es das jetzt eigentlich schon fast. Wir könnten meinetwegen hier noch irgendwo eine hinmachen. Und wie wir die dann verbinden, müssen wir mal gucken. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Wir könnten die eigentlich auch hier machen. Hier haben wir viele Umstiegsmöglichkeiten. In andere Verkehrsmittel. Und hier beim Zug würde es vielleicht auch noch Sinn machen. So, und ich denke, dann haben wir genug. Dann verbinden wir die jetzt erstmal. Und die neue Stadt schließen wir dann später. Obwohl, wir könnten die U-Bahn auch da schon setzen.
So, beim Stadion definitiv, das ist klar. So, dann haben wir das. Ach, Strecke in die Straße. Die U-Bahn soll Gronk heißen, schreibt der Kaktus. Ja, ich habe mich ein bisschen verlesen, es tut mir leid. Einfach eine kleine Strecke. Ja, es tut mir leid, ich habe mich verlesen. Wer ist dafür, dass die U-Bahn Gronk heißt? Okay. Ja, er hat sich geändert. Du hast jetzt Ölkraft, lieber Olli. Ist ja unglaublich. Sehr schön, sehr schön. Ja, mit Gronk, wir können den hier gern verewigen. Also wie gesagt, ich finde den auch sehr sympathisch und bin da auch aufgeschlossen. Also wir können hier auch gerne den Punkt Gronk verewigen. So, da noch eine Bahn. Wir müssen mal gucken, wie wir was machen. Wie gesagt, zu viele U-Bahnen verderben den Brei. Wir sollten da schon gucken, dass wir es nicht übertreiben. Und vielleicht noch hier eine. So, und ich würde sagen, jetzt haben wir es genug. Jetzt verbinden wir die. Und wie wir die nennen, machen wir dann gleich. Luis hat geschrieben, zieh dir bitte den Metro Overall Mod, bevor du die U-Bahn baust. Dann kannst du dir später auch überirdisch sitzen. Ach, was? Jetzt wirklich? Es ist zu spät. Es ist zu spät, lieber Luis. Ich habe sie schon gesetzt. Aber ich werde mir diesen Mod auf jeden Fall mal Metro Overhaul Mod. Ich werde mir den gleich mal raussuchen. Dann verbinden wir das jetzt einfach noch nicht. Gegebenenfalls müssen wir das nochmal neu setzen. Wir haben jetzt zumindest schon mal die Stationen, wo sie ungefähr sein sollen. Ne, die grünen Pünktchen, die wir hier überall haben, diese grünen Strahlen. Achso, so sehen wir sie nicht. Ja, auf jeden Fall können wir das machen und wir können die meinetwegen auch gerne Gronk nennen. Da habe ich überhaupt kein Problem mit und ich denke auch der Herr Gronk wird damit kein Problem haben. Und ja, dann warte ich auf den Mod. Yeah, Gronk wird verewigt. Ja, auf jeden Fall. Also das können wir machen. Wir können ihnen auch statt einer U-Bahn irgendwas anderes geben. Da bin ich echt flexibel. Gronk macht ja immer so lange Livestreams oder hat sie gemacht. Er darf sie jetzt ja nicht mehr. Wir könnten das auch statt Erzgebirge, könnten wir das hier auch aufgrund seiner langen Livestreams und der harten Arbeit, die da drin steckt, irgendwie Gronks, keine Ahnung was nennen. Weil er ja schon sehr fleißig ist. Hier müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, können wir gerne machen. Ich werde gleich nach dem Mod gucken. Habe jetzt noch knapp 10 Minuten. Die Frage ist, was wollen wir in den 10 Minuten da machen, wenn wir die U-Bahn jetzt nicht machen können? Jetzt wird es natürlich ein bisschen eng, noch irgendwas anzufangen. Wir können beim Staudamm nochmal gucken. Und ansonsten würde ich sagen, würde ich dann halt Dienstag mit euch weitermachen. Und wie gesagt, Luis, das hört sich gut an mit dem Mod, gerade überirdisch, dann sieht man wenigstens auch ein bisschen was. Das hört sich sehr, sehr gut an. Da werde ich nochmal nachgucken. Metro Overhaul Mod. Okay, also da muss ich auf jeden Fall mal gleich nachschauen, mir das aufschreiben, bevor der Chat sich auflöst irgendwann. Und dann werde ich da auch mal nachgucken. Und ich kriege schon wieder Anfragen in Steam. Liebe Leute, ich kann euch nicht alle in Steam aufnehmen. Ich kann in Steam wirklich erstmal nur die aufnehmen, die dann aktiv mit mir auch spielen werden. Gronks Erzpark. Ja, das könnten wir doch glatt machen. Das hört sich doch gut an. Der ist doch so immer ein Erze sammeln. Er baut doch seine riesen Vault und hat da tausende von Erze. Also da könnten wir wirklich das so nennen, meinetwegen. Das hatte ich mir nur so ausgedacht mit den Erzgebirge. Jetzt habe ich mich hier vertippt. Pop-up-Schutz ist im Weg. Gronks Erzpark. Dann haben wir den guten Gronk auch verewigt. Aber warum sieht es aus, wenn hier ein Leerzeichen zwischen ist? Ah ne, das ist
das ist einfach so. Okay, das sieht nur so aus, aber dann haben wir ihn auch verewigt. Und man sieht ihn halt immer, weil er überirdisch ist. Das ist dann, ja, ein riesiges Viertel auch, was er hat. Ja, pflanze noch ein paar Bäume, schreibt der Kaktus. Ja, das können wir natürlich machen, dass wir jetzt noch die letzten Minuten ein bisschen dekorativ arbeiten. Ja, das finde ich eine gute Idee. Ich weiß gar nicht, sind die immer noch so? Man konnte früher nicht unendlich viele Bäume bauen. Oder ist das mittlerweile besser? Nicht, dass wir hier Bäume setzen und die könnten wir dann an anderer Stelle vielleicht eher gebrauchen als hier irgendwo in der City. Und ich brauche so einen Brush. Also das muss ich sagen, das Pflanzen so ist sehr müßig. Wir machen das jetzt erstmal so grob. Der kann hier noch her. Das wollten wir hier so ein bisschen begrünen. Tannen passen hier nicht her. Und es gab doch noch so ganz kleine Gebüsche irgendwo. Hier. Ja, wie gesagt, wir müssen nur gucken. Wenn wir nicht unendlich Bäume haben, dann würde ich hier sehr sparsam mit umgehen. Und wir könnten hier eigentlich auch noch einen Fußgängerüberweg machen. Momentan fahren die hier ganz rum. Es wäre ja rein theoretisch gesehen möglich, hier auch eine Abkürzung zu machen. Vielleicht hier hinten. Wir müssen mal ganz kurz gucken, dass Radfahrer und Fußgänger die Möglichkeit haben, da schnellere Wege machen. Hast du auch ein Ölfeld? Nee, noch nicht, noch nicht. Aber wir haben jetzt eins in Aussicht. Das können wir noch ernten. Ah, ist sehr doof. Sehr doof so. So will ich das nicht haben. Gut, ich sehe schon, wir müssen dieses Häuschen hier leider... Oh nee, er hat's gelassen. Sehr schön. Ich hoffe, der Radweg wird auch genutzt. Und eigentlich bräuchten wir auch noch einen Fußgängerweg. Überweg. Lass noch eine Katastrophe herunter. Ja, mach mal. Ich speichere aber vorher. Ich habe ein bisschen Sorge. Wir haben keinen Katastrophenschutz gebaut. Das können wir natürlich mal machen. Ich weiß nicht, können wir Meteor einschlagen lassen oder so? Wir speichern das jetzt mal. Wir speichern das und zack, überschreiben. Jawohl. Und wir gucken mal, Katastrophen, kann ich die manuell auswählen? Geht das? Bei SimCity ging das früher. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ein Krater. Ein Erdbeben, okay. Ein Tornado. Ein Gewitter. Das ist, glaube ich, langweilig. Ein Gewitter habe ich auch schon gehabt. Waldbrand ist hier nicht notwendig. Einsturz. Feuer. Wasser oder wollen wir... Wir machen ein Meteor. Bitte. Jawohl. Such mal bitte aus, wo der Meteor einschlagen soll. Hier sind ja Viertelchens. Wir haben hier das GTA 5 Viertel oder den Pittsburgh Miler oder das Amber Viertel. Stadion Viertel nennen wir das jetzt hier einfach mal. Soll es in Newkügel rein. Wir können hier einfach mal so zwei, drei Meteoren reinrasseln lassen. Das ist ja cool. Ich kann ja bei den dreien, die zu am meisten genannt werden, kann ich sie ja mal einschlagen lassen. Hier ist der Fliederhügel.